Liebe Brüder und Schwestern, auch wir müssen uns diese zentrale Frage stellen, ja, diese Grundfrage unseres Glaubens, ja, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ewige Leben gewinnen. Sind wir uns überhaupt dessen bewusst, dass wir für das ewige Leben bestimmt sind? Verlieren wir nicht so leicht das Ziel aus den Augen, angesichts der vielen Schwierigkeiten, der vielen Herausforderungen des Alltags? Wir sind für das ewige Leben bestimmt, für die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus, er gibt uns die Antwort, so wie er sie diesem Gesetzeslehrer gegeben hat, der schon alles zusammengefasst hat in diesem Doppelgebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Aber dieser Gesetzeslehrer, er möchte, wie es im Evangelium auch heißt, seine Frage rechtfertigen. Es scheint für ihn überhaupt nicht klar zu sein, wer sein Nächster ist. Für mich ist das irgendwie eine sonderbare Frage, weil ich denke, für uns alle ist klar, der Nächste ist einfach der Mensch neben mir, der Mitmensch, der Mensch, dem ich jeden Tag begegne. Aber für die Juden gab es eine Einschränkung. Nur die, die zum Volk Gottes gehören, die Juden sind, die zum auserwählten Volk gehören, sind sozusagen meine Nächsten, denen ich Liebe schulde, Hilfe. Die, die in diesem Land, in diesem gelobten Land leben, wohnen. Ja, wer ist mein Nächster? Und es ist erschreckend, wenn wir hören, dass ein Priester denselben Weg kommt wie dieser arme Mann, der von den Räubern überfallen wurde, der von Jerusalem hinabgeht nach Jericho. Es regt sich scheinbar kein Mitleid in diesem Vertreter der jüdischen Religion. Auch der Levit geht vorbei. Was haben sich die beiden wohl gedacht, als sie diesen armen Mann am Straßenrand, am Wegrand liegen sahen? Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, vielleicht ist das ja gar nicht mein Nächster. Vielleicht schulde ich ihm gar keine Hilfe. Vielleicht mache ich mich sogar unrein, wenn ich ihn berühre. Aber ich denke, auch wir begegnen jeden Tag, ja so oft, Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die auf unsere Hilfe warten. Wie gern geht man an solchen Menschen vorbei? Wie gerne schiebt man die Verantwortung ab und sagt, ja, das sollen andere tun? Wie oft sind wir gestresst und sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, so viel zu erledigen, ich kann mich jetzt nicht um diesen Menschen kümmern, der da Hilfe braucht? Oder denken wir an einen Unfall, wenn Menschen am Straßenrand stehen, die einen Unfall gehabt haben, wie viele Autofahrer fahren einfach vorbei, obwohl sie winken, um Hilfe bitten,
Wie wenige barmherzige Samariter gibt es. Ich denke, wir alle sind versucht, immer auf uns selber zu schauen, unserem Egoismus nachzugeben. Aber der Herr hilft uns, dass wir unseren Egoismus überwinden, unsere Selbstsucht, unser Herz für die Mitmenschen öffnen. Für Unfallopfer, für einfach für alle Menschen, denen wir begegnen. Oder für die Flüchtlinge, die bei uns anklopfen. Wie gerne sagen wir auch, ja, die sollen woanders hingehen. Wir brauchen die nicht, wir können ihnen nicht helfen. Wie gerne verschließen wir uns, manchmal auch aus Angst, oft auch aus Bequemlichkeit, weil wir oft vielleicht nicht bereit sind, Zeit zu schenken, etwas von unserem Überfluss herzugeben, miteinander zu teilen. Aber der Herr, er schenkt uns ein tröstendes Wort, er sagt, ja, dieses Gesetz Gottes, dieses Wort, es ist nicht fern von dir, es ist ganz nah bei dir, ja, es ist in deinem Mund, in deinem Herzen. Du kannst es halten, es geht nicht über deine Kraft, dieses Gesetz Gottes zu halten, Nächstenliebe zu üben, weil wir als Getaufte schon diese Kraft Gottes empfangen haben, diese Kraft des Heiligen Geistes. Ja, in Jesus ist uns dieses Wort ganz nahe. Es ist Fleisch geworden unter uns, in allem uns gleich, außer der Sünde. Jesus ist in allem uns Menschen gleich. Er hat sich mit uns eins gemacht. Und letztlich ist es Jesus selbst, dem wir begegnen in unseren Brüdern und Schwestern. Er selber ist der Überfallene, der von den Räubern Ausgeraubte, der verletzt daliegt und Hilfe braucht, der auf unsere Hilfe wartet, aber ist auch immer wieder neu dieser barmherzige Samariter, der zuerst uns Barmherzigkeit erweist, die wir von der Sünde verwundet sind, die wir oft daliegen ohne Kraft, ausgeplündert, ohne Hilfe. Er zuerst erweist uns Hilfe und Erbarmen. Er bezahlt sozusagen unsere Schuld. Er hebt uns auf, er hebt uns hoch, er lädt uns auf seine Schultern. Ja, er lädt alle Schuld auf sich, alle Sünde der Menschen. Und er trägt uns dorthin, wo wir Heil finden. Er selber schenkt uns Heilung. Er trägt uns in die Herberge. Er bezahlt für uns, damit auch wir seine Barmherzigkeit nachahmen, damit wir einander Barmherzigkeit erweisen können, damit wir ihm ähnlich werden und auch barmherzige Samariter werden, die sich um die Mitmenschen kümmern, die diese barmherzige Liebe des Vaters sichtbar machen. So wollen wir den Herrn auch jetzt in dieser Stunde bitten. Herr, schenke uns dein Heil, schenke uns Vergebung, heile unsere Wunden, richte du uns auf, dann können auch wir einander aufrichten, denn du bist uns nahe, du bist schon in uns. Du bist das Haupt dieses mystischen Leibes der Kirche. Wir sind Glieder deines Leibes, wir sind mit dir verbunden. Durch deinen Geist, durch deine Kraft, in der Taufe haben wir schon dieses neue göttliche Leben empfangen. Herr, komm du zu uns, auch jetzt im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Schenk uns neu dein Wort, das Geist und Leben ist, und mach uns fähig, dir zu folgen auf deinem Weg, auf dem Weg der Barmherzigkeit. Amen.